Wilde Tiere werden ja gern als diese wahnsinnigen Kampfmaschinen dargestellt, die ohne Rücksicht auf Verluste jederzeit bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen. Doch in der Realität ist meistens das Gegenteil der Fall. Wilde Tiere versuchen den Kampf sehr stark zu vermeiden, weil eine Verletzung in der Wildnis häufig einem Todesurteil gleichkommt. Die haben keine Ärzte, die können auch keine Pause nehmen. Wenn du ein Bein gebrochen hast in der Wildnis, ist das fatal, katastrophal. Also die müssen das mega fest verhindern. Deshalb laufen die meisten Begegnungen zwischen Tieren in der Wildnis auf einen Kommandokampf hinaus, der zunächst einmal auf eine Einschüchterung hinausläuft, eine Einschüchterung ist. Wir sehen genau das gleiche Verhalten übrigens auch bei Menschen. Also wenn Menschen Streit haben, ist das genau gleich wie bei Tieren. Ihr seht, die beiden Männer, zuerst machen die Affentanz. Sie machen sich ein bisschen groß und es eben nicht nur groß machen. Diese Geste ist gleichzeitig ein Präsentieren der Blöße. Man zeigt auch, hey, du kannst mir nichts machen. So, oh, es ist nicht nur groß. Ich sage, oh, mach, oh, du kannst mich nicht angreifen. Und es wird mega stark versucht, das Gegenüber einzuschüchtern, um eben dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und das funktioniert auch meistens, weil meistens ist eines der beiden beteiligten Männchen fast immer, sieht sehr schnell ein, dass es viel schwächer ist als das Gegenüber und sich nicht auf einen Streit einlassen möchte. Nur wenn beide glauben, dass sie das Gegenüber überwinden könnten und auch beide bereit sind, eine Verletzung in Kauf zu nehmen, nur dann eskaliert es. Das ist bei Menschen häufig unter Alkoholeinfluss, da Tiere sehr viel seltener unter Alkoholeinfluss stehen, passiert das im Allgemeinen auch viel seltener, wenn nicht mega viel auf dem Spiel steht, wie zum Beispiel das Überleben oder die Chance auf Fortpflanzung oder sozialer Status innerhalb einer Gruppe. Also ja, die meisten Tiere versuchen, den Zweikampf ziemlich stark zu vermeiden, und zu diesen Tieren kann man getrost auch den Menschen zählen, denn der zeigt hier genau das gleiche Verhalten.